TNT geht durch Anzünden an, ne? Wie Nicht machen mit wir das denn? Redstone-Signal. Ich habe gerade eine Idee, wie wir das wunderschön. Wir könnten rein theoretisch das komplett anzünden, wenn du hier in der Mitte eins setzt. Aber das Problem ist, es ist Dirt, was da drauf ist. Ja, ich würde an deiner Stelle einfach drauf pfeifen, dass die das vielleicht sehen könnten. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge Varo mit dem unfähigen, höchstpersönlich Herr Earlboy. Und wir müssen zurück auf den Server in 3, 2, 1, join. Ich bin gespannt, ob einer nachjoint. Ich habe ein bisschen Sorge. Ah, da ist schon wieder so ein Spawn-Camper-Penner. Alter. Also im Tag können wir durchsortieren. Das geht. Okay. Ich habe also noch keine Sachen 12, zu werfen. 12 Fleisch. 12 Essen habe ich noch. Also ja, weniger als gehofft. 11 Hühnchen. Warte mal, was hast du an Essen? Dann können wir das austauschen. Ich habe nicht irgendwie 5 Porkchops und 7 Steaks. 5 Porkchops. 7, sonst nichts? Nein, das war's. Dann gib du mir mal die Porkchops, ich gebe dir 8 Brot. Jo, danke. So, wir haben uns was überlegt, ja? Wir haben ja hier in der letzten Folge unser cooles Team Unfähig-Logo gemacht. Und, haben wir nochmal kurz Kabel? Ich wollte gerade sagen, haben wir eigentlich genug Zeugs dafür? Zum Kämpfen oder was? Nee, für die Base. Was für eine Base? Ah, du willst eine Luftbase, willst du wirklich ja, bauen? Ja, natürlich. Ich finde es eine lustige Idee. Sollen sie uns was suchen? Wir müssen noch irgendwo hier haben wir auf jeden Fall eine Lavaquelle. Das heißt, wir können jetzt gemütlich hier was bauen. Du hast noch einen Flint? Ja, 3. Gut. Ist der Feuerzeug fast leer? Ja, meins ist fast kaputt. So. Okay. Bist du jetzt runter noch in die Höhle? Nein, ich bin hier oben wieder. Schaufel habe ich hier. Ich würde sagen, wir bauen uns. Ich weiß nicht, wie hoch sollten wir das machen? Pass auf. Ich hoffe, du hörst es schon. Fall da nicht rein. Wow. Wow. Hier haben wir eine schöne Lavaquelle. Ich weiß, was wir machen. Wir bauen uns CNT. Machen genau hier drüber, machen wir unser Dingens. Wir bauen uns CNT. Moment, wir machen das ganz hohl. Wir bauen uns CNT und wenn dann jemand unten hier an unserer Base steht, zünden wir das CNT. Das wird alles weggesprengt und dann ist die Lava offen. Du meinst, da geht einer freiwillig rein? Ja, das siehst du ja nicht. Das hörst du vielleicht. Aber wenn wir dann von oben CNT runterfallen lassen, ist hier explodiert. Dann ist alles offen und dann ist hier überall Lava. Oh, wow, sehr kreative Idee. Also sehr auf jeden Fall die obere Dingens müssen wir hier abtragen. Wie kommt überhaupt, dass das Lava auf dieser Oberfläche ist? Das ist schon krass. Lavasee an der Oberfläche gibt es. Und ja, es tut mir leid, wenn der Spielsound mega laut ist. Denn ich wollte immer hören, wenn irgendwas rumläuft hier oder so. Das auch wirklich mitkriege, deswegen habe ich meinen Spielsound sehr laut eingestellt. Es muss halbwegs natürlich aussehen, deswegen müssen wir jetzt aufpassen und nicht zu viel machen. Ja, es sieht natürlich genug aus. Wie weit geht denn der Lavasee, Early? Du müsstest vielleicht mal drunter gucken. Weiß nicht. Brauch du mal ein TNT? Okay. Ich habe ja genug Zeugs dafür mitgenommen. Wie war das nochmal? Sand überall oder mehr TNT oder mehr Sand? Was war mehr? Mehr Gunpowder. Gunpowder wie eine 5 auf dem Würfel. Ja. Okay. Habe ich gut gemacht. Dann wir bauen uns hier unseren Turm. So. Dieser Höhe sollte reichen, oder? 4 Stück. 4 Stück habe ich. Passt. Und was machen wir denn hier? Die Ausbuchtung für das TNT? Das kommt denn hier rein? Ich weiß nicht, was ich wegtun soll von den 1000 Items und Kack. Warte, bring das. Lass einfach irgendwas liegen und komm dann hier hoch. Bau dir eine Treppe hier hoch oder so. Wow. Das ist aber eine niedrige Luftbase, Kollege. Ja gut, aber wir müssen halt auch kämpfen können. Ne? Je höher, umso beschissener ist es. Ja, stimmt schon. So, das TNT würde ich dann hier in die Löcher reinmachen. Mhm. Ja, bei da TNT hast du jetzt gerade durchgebuddelt, ne? Das war jetzt, Ja, runter müssen wir so oder so nochmal, weil wir brauchen ein bisschen Lava. Ja, das ist jetzt eine richtig fette Luftbase. Das TNT habe ich auf jeden Fall. Sollen sie herkommen, die Feiglinge? Dann müssen wir so Kammer machen, wo wir Lava runterlaufen lassen. Die würde ich hier machen. ja. In mehreren Ecken also. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die gelöst, ohne dass wir
Du weißt schon. Hier. Du brauchst einfach nur, stellst hier oben rauf und baust den Block da drunter ab. Da kannst du ja durchbuddeln. Ah, sehr geschickt. Hier, so, dann passt das. So, und dann der Block da drunter weg. Aha, sehr. Das machen wir in allen vier Ecken, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Dann sollen sie mal reinkommen hier. Wir bereiten uns gerade richtig fett vor auf die Kämpfe. Wir sollten uns eine Barrikade bauen, also zumindest so eine Absperrung, ein bisschen. Ja. Dass wir. Hallo, die Barrikade? Ich fülle die Lava. Aua. Wenn du jetzt in deine eigene Lava-Barrikade fällst, ne, dann lache ich dich so aus. Kabelzone haben wir noch. Ja, mir geht der Kabelzone gerade zur Neige, aber ich habe noch anderes Zeug. Doch, ich habe noch ein bisschen Cobblestone, habe ich noch. So, ab nach unten. Sollen sie mal herkommen. So, Alter, das ist perfekte Ausgangsposition für uns. Ja, wir lassen uns nicht so einfach auf einen wehrlosen Fight ein. Wir machen uns hier oben auf jeden Fall nochmal eine unendliche Wasserquelle. Zum für den Notfall Lava dabei. Löschen. Ja. Ich meine unendliche Wasserquelle im Sinne von, dass sie sicher unterwegs sind. Brauchen wir noch was? Ich wüsste nicht. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht selber in die Lava reinfallen, aber sonst. So, Freunde. Wir haben 4 TNT. 4 TNT? 4. Sollte auf jeden Fall rein. Wow. Du hast da ein Loch gelassen, ne, für die Lava. Ja, wo? Was? Da ist ein Loch noch, wo man die Lava drunter sieht. Ich hasse mich selbst. Jetzt fall da rein. Soll ich Ernie das TNT auf den Kopf setzen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Balu, ich bin unfähig. Nix da. Ich bin nicht bei Varo 1 durch Lava gestorben. Ey. Ist doch so. Egal. Wollen wir das Ganze noch ein bisschen bedrohlich machen und noch anzünden? Ja, zünden wir uns nachher noch selber an. Nee, das ist das Problem. Wir zünden uns dann... Wobei, wir können vielleicht jetzt... das... Ich habe eine Idee, was wir machen können. Ich hochkomme. Siehst du doch. Ah. Sehr trickreich, sehr trickreich. So, wo halt, ist TNT? Stopp, ich Idiot. Musst du wieder runter? Tschüss. Kann ich irgendwie wieder runter? Ja, mit Wasser. Ach, danke, Baldi. So, setz da das TNT rein. Aber das muss doch runterfallen können. Ja, weil das Problem ist, wenn wir das offen lassen, dann sehen die das ja direkt. Ja, aber wenn wir es nicht offen lassen, dann haben wir ein Problem. Wieso, wir können das... Wir können noch hier rüber zugreifen und dann das Gras da wegmachen. Noch zwei hätte ich. Dann lass uns hier direkt so ein Viereck freimachen. Hast du mich selbst schon wieder. Was hast du jetzt wieder vergessen? Ich habe keine Lava. Ich habe noch eine. Achso. Du hast für dich keine Lava. Nee. Super. Ich behalte die erstmal. Ich denke mal, wenn da kommen sowieso Leute von der anderen Seite. Hehe. Ich meine das so. Halt, stopp. Wir müssen auf jeden Fall gucken. Wir brauchen eine höhere Position hier. Wir müssen gucken, dass wir auf einer erhöhten Position stehen. Das ist hier noch ein bisschen abbreitern. Und hier auf jeden Fall die Dinger vor, damit wir da nicht selbst irgendwie reinfallen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Irgendwie ist die Gefahr, dass wir da reinpurzeln, ziemlich hoch. Ja, von hier purzeln wir nicht rein, aber von hier. Wenn du davor stehst. Ach so. Ja, verstehe. Und machen das so, dass du es nur von hier aktivieren kannst. Hehe. Ja, wird schon nicht passieren. Notfalls haben wir Wassereimer. Genau. So, dann machen wir uns unendliche Wasserquellen. Das ist viel TNT, Balu. Sieht man die von unten? Ja, tut man. Wasser? Ja? Willst du nochmal reparieren gehen? Warte, ich brauche Platz im Inventar. Ich gebe dir nochmal Gunpowder. Geh mal weg. Sorry. Perfekt. Ja, dann kannst du es wieder neu platzieren. So, Freunde, ihr kommt auch... aua. Oh. Sollten wir uns hier Fackeln hinstellen, dass hier keine Monster spawnen? Wir brauchen erstmal auf jeden Fall eine erhöhtere Position, dass wir hier perfekt kämpfen können. Und eine Schutzmauer. Und die Idee wäre,
dass wir uns... Die dürfen uns halt nicht runterschießen können, weißt du? Das ist ja wichtig. Wir müssen hier fighten können. Die Sache wäre, dass wir hier noch Netherrack, da Netherrack und das dann anzünden können, dass wir Feuerpfeile schießen können. Wirklich? So. Das macht Feuerpfeile? Nee, macht's nicht. Ich wollte gerade schon meinen. Du musst durch Lava schießen dafür, schade. Okay. Lustig wäre es trotzdem. Wir könnten trotzdem so... Auch ein Flint? Ja, kannst du eins haben hier. Ja, das wäre aber zu zu gefährlich. Nachher fackeln wir uns nachher selbst ab. Ja, das könnte bei unserer Fähigkeit durchaus passieren. So, wir sind auf jeden Fall gut genug ausgeleuchtet. Ja. Wollen wir uns einen Fluchtweg machen? Dass wir hier so ein Ding bauen. Dass wir hier notfalls nicht zu allzu tief fallen. Eins breit. Moment, ich hab noch Dirt. Ich hätte eine Idee, wenn wir einen Fluchtweg machen, dann lass uns auch direkt einen Fluchtweg über Land oder unter Land. Moment, jetzt lass mich kurz mal überlegen. Wir müssen, wo machen wir jetzt die unendliche Wasserquelle hin? Würde ich hier sagen, oder? Ja. Hey! So. So. Können wir mal, Freund. Ach, du machst da unten direkt einfach ein, Wasserloch. Ah, ein Wasserloch. Ah, gar nicht so dumm von dir. Ich lass dich auch gleich... Ne, das muss noch ein bisschen weiter... Ja, doch, könnte klappen. Ist okay, lass so. Möchtest du hoch? Ich kann dich hochlassen. Moment, keine Sorge, keine Sorge. So ein, zwei Justierungen vornehmen. Dass wir schnell wegkommen. Dass wir auch schnell und vernünftig wegkommen. Dann machen wir nur ein Wasser rein, das heißt, wir können das Wasser da rausnehmen, dass sofort das Wasser weg ist und wir da schnellstens rauskommen, nicht erst im Wasser stundenlang hier rumdüppeln. Oder zubauen halt mit Erde oder so. Ja, ja. Cool. Ich mach das nochmal eben weiter. Die Wasserquelle setze ich da hinten hin. So. Die Frage ist, wo laufen wir dann weg? Ich würde sagen, da ist ein Enderman, da ist ein Enderman. Töte ihn. Dann haben wir noch eine Enderperle zur Sicherheit, um gut wegzukommen. Kriegst du ihn? Nicht dran sterben, nicht dran sterben. Oh Gott! Nicht dran. Mach fett Schaden, das Ding, Alter. Sterben. Wäre ganz toll. Drei Herzen, vier Herzen. Wow, kacke. Wasser, Marsch. Wupp. Tschüss. Hallo. Hab ich das Lavaloch zugemacht? Ja, ah, hab ich. Das wäre jetzt peinlich, wenn es nicht zu wäre. Oh! Nicht in unsere Lavafallen fallen, du Lappen. Das wäre es noch. So. Hey. Ich würde sagen, wir sind Stadtlabalui, oder? Ja, besser können wir uns nicht vorbereiten. Freunde. Ich sage, ich nehme Netherrack. Noch ein bisschen bedrohlich wirken lassen, das Ganze. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich denke mal noch 2 Minuten. Okay, dann lassen wir diese Folge ausklingen. Das bringt nichts, diese Folge noch zu kämpfen. Au, au, au. Wir sollten hier drüben auch noch eine Wasserquelle machen. Je mehr Wasserquellen, desto besser. Warte, zack. So. Wir haben ja einfach zu viele Möglichkeiten, uns anzuzünden. Tja, Freunde. Wir sind gewappnet. TNT geht durch Anzünden an, ne? Wie machen wir das Signal? Ich habe gerade eine Idee, wie wir das wunderschön. Wir könnten rein theoretisch das komplett anzünden, wenn du hier in der Mitte eins setzt. Aber das Problem ist, es. Dirt, was da drauf ist. Ja, ich würde an deiner Stelle einfach drauf pfeifen, dass die das vielleicht sehen könnten. Noch eine bessere Idee. Hast du Cobblestone? Nein, nicht mehr. 2, das war's. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt ist unten. Moment. Ich habe Netherrack jede Menge. Das wäre zu gefährlich. Ich würde gerade gerne Cobblestone herstellen. Early, wir haben noch 30 Sekunden. Ich weiß nicht, oder 40. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll gerade ist, was du da mal vorhast. Was machst du da? Nein, Early. Soll ich dir Wasser geben? Brauchst du Wasser für hochkommen? Let's neu, schnell. Das war gerade eine interessante Situation, Mr. Ja. Unfähig. Geh weg.
Early, denk dran, die Runde, die Aufnahme ist gleich beendet. Was immer du auch versuchst. Was immer du auch versuchst. Könntest mich ja mal aufklären, ich bin schließlich dein Teampartner. Warte, ich setze das TNT wieder hin. So, die Sache ist, die sehen das TNT jetzt nicht mehr so einfach. Weil es verdeckt ist vom roten... okay. Weil es verdeckt ist, genau. Cool, so. Dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Varo-Folge. Ja, wir werden jetzt im Moment gekickt. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wasser. Falls ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Guckt bei Early vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir einen Fight hinkriegen oder nicht. Boah! Oh, wir sind gerüstet, Palo! Jetzt gibt's auf die Schnauze! Bis zum nächsten Mal! Hör rein! Tschüss!